Wer ist das ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute sind wir auf meinem wunderschönen großen Account unterwegs. Wir haben noch immer Freitag. Ich glaube, dieses Video müsste dann am Mittwoch da sein, online sein. Keine Ahnung. Jedenfalls, ihr seht die Kombination schlechthin, wenn es um schlechte Kombinationen geht. Aber das ist mir egal. Was habe ich eigentlich für Aufgaben? Ich dachte mir, wir machen es heute mal ein bisschen anders, ne? Immer nur auf dem Client zu spielen, wird ja auch langweilig. Und ja, wenn ich die Dinger hier halt schon MK7 habe, ne, warum sollte man die dann auch nicht nutzen? Dann müssen wir halt wohl in Juggernaut reingehen. Aber Angriff möchte ich eigentlich nicht spielen. In Juggernaut hatten wir schon seit ein paar Teilen nicht mehr. Und Angriff ist halt einfach ein Modus, der mich nicht so wirklich begeistert. War ich jetzt nie so ein großer Fan davon. Jetzt auf einer Neujahrskarte damals, ja, war halt schön, ne, weil es dann einfach mal was anderes war. Aber es war jetzt nie so, dass ich ein Hardcore-Fan von dem Modus war, ne. So. Aber gut. Gucken wir mal, wie spaßig das dann wird, hier mit dieser Kombination rumzuschlawinern. Oh, Junge, 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 Junge. Aber gut, ich habe ihm immerhin wahrscheinlich ein bisschen was an Schaden gemacht, ne? Ist halt. Ich muss sagen, meine Vulkan ist jetzt nicht gerade die beste. Es ist MK7, ja, aber es hat halt keine Variation und nichts. Also, das ist wirklich hier. Das ist oldschool, ja. Das ist oldschool. Da ist hier nichts mit Verbrennen für die Gegner oder sowas. Nein, nein, nein. Da muss man doch alles selber machen. Ne? Mit Viking und dem Overdrive, ja, das hätte vielleicht auch noch was sein können. Als gute Variante hier Damage zu machen. Aber gut. Alter Falter. Bin überhaupt nicht hinterhergekommen. Gut, ich war auch da ein bisschen angeeckt an der Seite, aber egal. Echt schon so lange nicht mehr mit Mammut hier gespielt. Boah, das ist so langsam alles. Ich habe gleich meinen Overdrive. Immerhin etwas. Holy moly, holy moly, ey. Wenn ich mir so angucke, die Gegner, wenn die jedes Mal Vulkan nehmen, du kriegst so hart, aber so hart, so hart, richtig hart. Aufs Maul. Und wenn du selber damit spielst, triffst du nicht ein bisschen hier. Oh Mann, ey. Schade. Aber ich habe gleich meinen Overdrive. Das heißt, ich habe gleich. Ich habe den schon. The fuck? Oh. Oh. Danke. Glaube ich. Da hat mich doch gerade irgendeiner angeschossen. Ah, da hinten. Der alte Schlawiner, du. Naja, die Sache ist, ich bin sowieso gleich tot. Gut, ich könnte halt natürlich. Ah, der hat aber auch den Overdrive. Ja. Sonst hätte ich gesagt, okay, ich kann halt natürlich mit dem Overdrive versuchen, an ihn ranzufahren. Aber wenn er den Overdrive hat, dann schmeißt er mich einfach um, wenn ich hochfahren will. Da komme ich nicht weit. Ich kann es halt natürlich versuchen und der wird wahrscheinlich da auch ordentlich hier die ganzen Minen und so hinlegen, ne? Ja, gut. Aber, er hat genau das gemacht, auf was ich hinaus wollte. Er hat sein Overdrive aktiviert. Denn jetzt kommt nämlich das ganz, ganz Lustige. Er kann nichts mehr machen. Wenn ich jetzt nämlich hochfahre und ich krieg's irgendwie hin, hier nicht aufs Maul zu kriegen. Ja, das wollte ich natürlich nicht. Ah, scheiße. Ja, müssen wir mal gleich machen. Ich hoffe, dann hat er den noch immer nicht. Es war jetzt einfach viel zu spät mit dem. Mit dem Dings. Ja. Mit dem Schutz. Mit dem Doppelschutz. Da konnte ich nichts mehr machen. Aber. Jetzt hat er aber. Jetzt natürlich. Jetzt hat er auch schon wieder hier den Overdrive, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt hätte ich es geschafft. Aber wenn ich ihn aktiviert hätte, dann hätte er ihn auch direkt aktiviert. Und das bringt mir nichts. Wenn er den aktiviert. Komm, Junge. Komm, bitte verpiss dich!
Fahr, mach einfach irgendwas. Ist mir eigentlich völlig Latte. So, nice. Gott, Alter, geh doch. Oh. So, genau das wollte ich doch. Nice, 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 nice. Sehr schön. Jetzt haben wir wenigstens den Juggernaut gekillt. Das ist doch immerhin etwas. Pium. So, drei Schüsse, pium. Und schon bin ich tot. Cool. Aber steht 2-0. Eine Minute noch. Das sollten wir eigentlich gewonnen haben. Oh, und ich habe mega Hunger. Hunger auf Kills. Ja, und generell Hunger. So, so, so schön kann die Welt sein. Let's go, Leute. Wir kriegen das easy peasy lemon squeezy hin, ja? Wisst ihr schon, oder? Da können sie machen, was sie wollen. Ah, kann es sein, dass die irgendwie den, die Mechanik von dem Ding geändert haben? Von Mammut? Ey, Mammut kannst du ja so leicht umwerfen. Unglaublich. Das ist nicht mehr die fahrende Festung. Mammut ist gar nichts mehr. Es hat halt nur noch ordentlich HP, aber ansonsten, wenn du einmal einen Fehler machst, wirst du sofort umgeworfen. Naja, egal, wir haben gewonnen. Mehr will ich doch gar nicht. Ja, IP-technisch ist das ja nicht wirklich was gewesen. 500, das ist gar nichts. Aber hey, dafür habe ich wenigstens eine Aufgabe geschafft. Ich habe jetzt in dem Battle Pass die erste Stufe endlich hinbekommen. Da könnte man sehen, wie wenig ich auf dem hier noch spiele. Das ist gar nichts mehr. Einfach, weil ich halt auch so nicht mehr mitkomme bei den ganzen Verbesserungen, die es halt so gibt, ja. An Variation und. Da ist halt einfach... Ja, das ist einfach... Da kannst du MK7 haben, wunderbar, aber... Das bringt dir trotzdem nichts. Das finde ich halt schade. Ja. Du bist gar nicht mal schlecht. Auch was das Equipment angeht, aber... Du kommst nicht ran. Ja, du kommst da einfach nicht ran. An die anderen. So. Weil die kommen halt mit irgendwelchen Variationen. Gegen die hast du dann keine Chance. Ja. Zum Beispiel halt eben... Vulkan ist halt eine nervige Waffe, wenn du halt auch die richtige Variation dafür mit reinnehmen kannst. Ansonsten, ja, wirst du halt trotzdem von irgendeiner Firebird einfach weggebrutzelt. Vielleicht sollte ich mir auch für Vulkan mal hier irgendwas sichern. Weil ganz ehrlich, ich weiß halt nicht, was ich auf dem Account hier noch so machen soll. Da gibt es nicht wirklich etwas, wo ich mir halt sage, oh, das muss jetzt unbedingt sein. Oh, komm, schade. Ich dachte, ich krieg den hier wenigstens auch noch. Ja, da gibt's halt einfach nichts, wo ich mir sage, das brauche ich jetzt noch unbedingt. Das will ich. Keine Ahnung. So. Ne? Naja, aber gut, das Ding macht halt auch ein bisschen Schaden, ne? Wenn man halt jetzt nicht unbedingt Kills machen muss, also gut, wahrscheinlich kann man damit auch Kills machen, aber... Jetzt nicht so viel. Na, herzlichen Glückwunsch an denjenigen, der gleich die Box bekommt. Ist es wirklich der Juggernaut? Naja, wurde er gekillt? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer sie bekommen hat. Oh mein Gott. Ach, der Kleine da. Der kleine Lümmel da hinten hat sie bekommen. Ist das nicht schön? Ja, ich glaube, ich verbrenne jetzt noch. Nee, ich glaube, ich krieg das noch hin. Nein! Knapp. Knapp, knapp, knapp. Schade. Oh Junge, oh Junge, oh Junge, oh Junge, 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 Junge.
Na, du komm, du komm, du komm. So, wunderbar. Wenn wir mal gleich wieder auf Jagd gehen. Oh. Komm. Weg mit dem Ding. Weg mit jedem hier. Ich bin irgendwie ziemlich langsam unterwegs. Aber gut, immerhin. Ein paar Kills nochmal gemacht hier. Aber warum zur Hölle war ich so langsam? Hat sich angefühlt, als als wäre ich ganz normal gefahren. Ohne die Schnelligkeit des Overdrives. Komisch, 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 komisch. Aber das Ding haben wir. Das Match haben wir easy peasy gewonnen. Nice. Wow. 7-0. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja gut, jetzt ging es auch wieder mit den EP hier. 1600. So muss das sein. So und nicht anders. 500 Punkte fehlen mir noch. Dann habe ich auch diese Aufgabe hier fertig. Finde ich halt nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen. Ja, geil. Aber das ist doch mal wenigstens etwas. Öffnen wir mal gleich die Container hier, solange eine Schlacht gesucht wird. Es ist ja sowieso langweilig, hier die öffentlichen Container. Die wöchentlichen Container zu öffnen, ist halt langweilig. 9000 Kristalle gab es, herzlichen Glückwunsch an mich. So viel ist es gar nicht, wenn man mal bedenkt, oh, ich bin Juggernaut. Wenn man mal bedenkt, 9000 Kristalle auf den Account, also beziehungsweise ne, auf der Höhe, Ranglevel, das ist halt, es ist halt überhaupt nichts. Und was soll das jetzt genau? Lass mich doch einfach in Ruhe. Oh shit. Hey. Keine Ahnung, was der von mir will. Ich find's ja schön, dass er mich heilt, aber ein bisschen nervig ist es ja schon, ne? Sorry, wenn ich das mal so sagen muss. Ich glaube, der wollte mich killen. Ja, Magnum sollte man mal das wegnehmen. Das Ding wird nervig. Aber sehr nervig. Oh, schön nochmal gegeben, ey. Oh, beide durchlöchert. Nein. Ey, Junge, wenn du mich jetzt umkippst, ich raste aus. Fuck. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Was meint ihr? Kann ich 5 Minuten überleben? Ziemlich schwer, denke ich. Wenn man mal bedenkt, mit was die hier noch so ankommen können. Und wenn man mal bedenkt, wie die... Also, Dankeschön für die Heilung. Das ist ja kein Problem, ne? Aber... ziemlich aufdringlich. Oh, weia. Na. Nice. Gut. Immerhin. Einmal Schaden gemacht. Fuck. Nicht so gut. Ich stehe hier ein bisschen unter Beschuss. Ja. Ich stehe sogar sehr unter Beschuss. Oh fuck! Weg da! Alter! Wer macht denn da schon wieder so viel Damage? Wow.
Okay. Okay, okay, okay. Oh, Gott sei Dank. Jungs, 3 Minuten noch. 3:30 auf der Uhr. Und es wird nicht gerade leichter. Overdrive. Na, super. Scheiße. Überhaupt nicht gut. Ist er weg? Ist er weg? Ist er tot? Oh Gott. Jetzt muss ich auch wieder warten, bis mein Overdrive da ist. Ey, Jungs, das macht's alles nicht besser hier. Noch immer 3 Minuten. Oh weia. Da steht halt noch immer 0:0. Wenn es halt wenigstens 1:0 für uns stehen würde, dann würde ich mir sagen, okay, ne, wenn ich es halt verkacke, dann ist es halt nicht so schlimm. Dann steht es halt wieder halt. Dann ist es halt wieder ein Unentschieden. Das ist halb so wild, aber wenn es 0:0 steht und die Zeit drängt, dann darfst du immer weniger Fehler machen. Und ich will auch nicht offensiv spielen, wenn es jetzt um sowas geht. Weil, ne? 100 Damage, das ist gar nichts. Du machst halt einfach keinen Schaden. Bei dem jetzt zum Beispiel. Gut, da jetzt schon. Aber du musst ja irgendwas machen. Du musst ja wenigstens deinem Team irgendwie unter die Arme greifen. Weil einfach nur hier sich ganz hinten verziehen ist halt nicht, ne? Ey, Junge. Oh, fuck. Da kommt der Typ mal wieder. Na, Gott sei Dank ist der. Junge, Junge, Junge. Hält der was aus, ey. Krass. So, 1:30. Es steht halt noch immer 0:0. Da kommt gleich der nächste von hier unten. Okay. Oh. Das ist geil. Richtig geil. Ja, wie da hinten gesehen. Oh shit. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Aber so richtig fuck. Oh Junge, Alter. Oh Junge. Please, Alter, mach bitte irgendeinen Fehler. Hoffentlich fährt er zu Goldie. Hoffentlich ist die Goldie nicht hier. Wo ist die Goldie? Da, die ist bei uns! Oh mein Gott. Ja, never, Alter. Ich geh doch da nicht hin. Ich bin doch nicht blöd. Oh, scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich hau ab. Alter, ist mir egal. Weg da. So, ich geh hier hin. Mach das gut. Oder auch besser. Ja, gleich hab ich's. Okay, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, hey, 0:0. So muss es sein. Immerhin, ich bin nicht gestorben. Das ist doch krass. Easy peasy, lemon squeezy. Wupp, wupp, wupp. Ja, cool. 0:0. Ich hab's irgendwie durchgehalten hier mit dem Juggernaut. Wirklich Punkte gemacht habe ich nicht, aber naja, was soll's. Leute, in dem Sinne, macht das Tür besser, René, und ist ja klar, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Mal gucken, auf welchem Account wir dann spielen. Vielleicht ja wieder auf dem großen, wer weiß. Aber bis dahin, habt dann noch einen schönen Tag und ja, man sieht sich.